Okay. Hier nochmal mein Home Trail am Schafberg, oben beim Bötzelnsdorfer Park. Diesmal mit meinem Rocky Mountain Biobike. Das erste Stück bin ich schon raufgeradelt. Bin ein bisschen außer Puste. Warum weiß ich nicht. Aber es ist so. Es hat die ganze Zeit geregnet über Nacht. Und jetzt den ganzen Tag auch. Ich habe mir gedacht, nach der Regenpause nutze ich mal die Gelegenheit und fahre auf, um ein bisschen zu trainieren und zu schauen, ob das mit dem Schaumstoff auf dem Mikro von meiner Sony FDR X3000 was bringt oder nicht. Und habe mal die GoPro auf der Sattelstange positioniert, um zu sehen, wie da die Perspektive ist. Jedenfalls radel ich da jetzt einmal meinen Trail runter. Und schau, wie es heute rennt. Ja, es geht gut. Also Grip ist sehr gut heute. Kondition werden wir sehen. Natürlich geht es mit dem Bike nicht so schnell wie mit dem E-Bike, mit dem Merida E160. Aber dafür habe ich auch zwei. Das, wenn ich hier bin, ich bin mir wieder vor, und wenn ich wieder fitter bin, das Ganze mit dem Rocky Mountain. So. Jetzt muss ich nur schauen, wo der Einstieg zu den Serpentinen ist. Ich glaube, da bin ich vorbeigefahren. Servus, der kommt erst. Fahren wir heute mal drauf. Zeige ich einmal auf der Strecke dieser. Ein paar Mal vom Blitz getroffen worden. Und liegt da quer. Das heißt, man kann da quasi nur rüberkraxeln. Und da ist er schon. Ja, der schaut ziemlich gut aus. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. In der Kamera, aber da oben ist der Blitz eingeschlagen und hat diesen Baum hier quasi gefällt. Es gibt da nur eine Möglichkeit, einfach mit dem Bike drüber. Und dann ein bisschen nachkommen. Den hat es auch umgehauen, aber der ist halb so wild. Den nehmen wir einfach so und weiter geht's da rauf. Wenn ich mich einklipsen kann. Ja, mit dem Rocky Mountain fahre ich übrigens
mit meinen Clips und nicht mit die 510, weil ich einfach mehr Zug habe mit den Clips bergauf und mit die 510 auf dem Raul immer verhungern, weil ich zu wenig Kondition habe und deswegen trainiere ich am Rocky Mountain ausschließlich mit Clips. Ich habe zwar Flat-Pedale dafür, nur es ist anstrengender und zweitens ist es mehr so ein All-Mountain als ein Enduro. Das ist ein 29er, das heißt bergauf mit der Übersetzung, die ich habe, geht es einfach schwerer. Und Downhill, ja, es rollt über jede Wurzel und über jeden Stau total erhaben. Da gibt es nichts. Ich habe ewig gebraucht, bis ich die richtige Sitzposition auf dem Raul gefunden habe. Und zwar habe ich mit Vorbauten experimentiert und dann in weiterer Folge mit dem Sattel, der quasi das A und O ist beim Rauffahren und der nicht richtig eingestellt ist, dann hat man einfach das Problem, dass man nicht genug Druck auf die Pedale bringt und man mit der Zeit Kreuzschmerzen kriegt. Das heißt, ich war schon beim Bikefitting, beim Mountainbiker und habe andere Bikefittings gemacht und im Endeffekt bin ich erst selber drauf gekommen, wie ich mir den Sattel richtig positioniert habe, dass das Raul exakt für meine Körpergröße passt. Ich bin nämlich 1,90, also 1,91 besser gesagt. Und der Rahmen ist in XL und passt Menschen bis zu 2 Meter Körpergröße. Es ist ein ziemlich großes Rad und mit den 21er Rallen sehr hoch. Also nichts für Kleingewachsene, wobei es gibt natürlich kleinere Rahmengrößen auch in diesem Fahrrad. Ich fahre halt gern mit der passenden Rahmengröße wie jeder andere auch, um eben körperliche Beschwerden zu vermeiden und länger am Rad sitzen zu können. Mit dem Rocky Mountain fahre ich eigentlich, oder bin ich bis jetzt am meisten gefahren, am meisten Kilometer durch den Wienerwald hauptsächlich. Also ich kenne da die Trails sehr gut vom Wienerwald, bin im Verein Wienerwald Trails auch Mitglied und fahre gerne in Weidingbach die zwei Trails, die hohe Wandwiese und sonstige Trails, die es hier gibt, fahre ich auch sehr gern. Aber wie gesagt, je nach Körperverfassung und Energiezustand fahre ich entweder mit dem Rocky Mountain oder eben mit dem Merida, quasi als Regeneration und um meine Technik zu verbessern am Motorrad. Ganz wichtig ist für mich das Mountainbiken deswegen, weil ich vor 3 Jahren mit dem Enduro-Sport Motorradfahren angefangen habe und die Fahrtechnik auf dem Mountainbike, also die Kurvenfahrtechnik und das Gefühl, am Mittel des Bikes zu stehen, ist ident mit dem Enduro-Bike, das ich habe von KTM. Also ich habe jetzt mittlerweile 3 KTMs, eine große 990er und eine 640er. Das ist auch noch ein bisschen langsam. Und abwechselnd, je nach. Hallo. Nehme ich dann unterschiedliche
die Motorräder. Zuletzt waren wir mit den großen Bikes Ungarn, Slowenien, Italien, den Enduro fahren. War richtig leibend. Und das Training am Vorrau macht sich natürlich extrem bezahlt, wenn man quasi am Motorrad ist. In Österreich Enduro fahren spielt es leider nicht legal. Also ich kenne nicht wirklich viele Offroad-Strecken, wo man legal fahren könnte. Und damit erübrigt sich das und ich steige aufs Mountainbike um. Und deswegen auch E-Bike mit Motor, weil man mit dem E-Bike viel mehr fahren kann und viel mehr trainieren kann als mit dem Bio-Bike in meinem Alter. Also mit einer Knieoperation, Handgelenksoperation, Schlüsselbeinoperation und diversen anderen Verletzungen vom Motorradfahren ist es halt natürlich wesentlich leichter, wenn man sich mit einem E-Bike zufrieden gibt und diese Strecken fürs Training in E-Bike macht. Nichtsdestotrotz ist eine gute Kondition wichtig. Ich sehe gerade, mein Puls ist bei 156. Also es geht da schon bergauf. Weiß nicht, das Garmin zeigt jetzt zwar 0% Steigung an, aber ich schätze mal, es werden so 9% sein, was da aufgegangen. Und es geht ganz schön rein. Das glaubt man gar nicht. Jedenfalls finde ich das super. Das ist gleich bei mir daheim, keine 500 Meter weit entfernt von meinem Haus, wie ich den Eingang im Wienerwald habe und da fahren kann und trainieren kann. Je nach Lust und Laune. Ich fahre von daheim weg bis nach Weidlingbach und fahre durch die Trails ein, zwei Mal, je nachdem wie viel Power ich habe. Und werde darüber auch noch ein Video machen. Wenn wir nur ein bisschen mit den Kameraperspektiven am Mountainbike spielen, bevor ich das sage. Ich möchte, Schnecken, die wollen wir nicht drüber. Ja, ich glaube, ich mache da einmal einen Perspektivenwechsel von der Kamera und stecke die GoPro von der Sattelstange vorne auf den Lenker und filme mich ein bisschen beim Reden. Da solltet ihr aber das richtige Platz vorher finden. Mit dem Fullface-Helmet bei so schwülen Temperaturen ist auch nicht lustig. Das nächste Mal nehme ich mir wieder meine Halbschale. Ich wollte nur sicher gehen, falls ich die Kamera am Helm montieren will, dass ich das auch kann. Weil auf der Halbschale habe ich leider keine GoPro-Mount drauf. Auf dem Fullface schon. So, kurze Pause. Kamerawechsel.
ganze GoPro-Zubehör ist an und für sich viel leichter zu bekommen als wie das Zubehör für die Sony, weil das ist schweineteuer und gibt es fast nur original bei Sony. Also da ist GoPro wirklich um einiges attraktiver, muss man schon sagen, als wie die Sony. Nur die Sony hat einfach die viel bessere Aufnahmequalität. Den integrierten optischen Stabilisator und nicht per Software runterrechnend. Und das bringt extrem viel bei den Aufnahmen. Es ist wie wenn man einen Gimbal montiert hätte. Na gut. Keine Ahnung, ob man mich gut sieht oder nicht, aber es scheint die Sonne in meinen Rücken, das ist halt nicht sehr vorteilhaft für die GoPro. Im Wald geht es dann, wenn es schattig ist, aber da weiß auch gleich direkt Sonneneinstrahlung, das mag die GoPro nicht, mag eigentlich gar keine Kamera. So, ich bin jetzt schon fast eine halbe Stunde unterwegs, also 26 Minuten. Und nähere mich dem steilen Aufstieg beim Pötzleinsdorfer Park, der mir meistens Probleme bereitet, weil ich einfach viel zu schwer bin und zu wenig Kondition habe. Aber letztes Jahr bin ich eigentlich ziemlich problemlos den Berg aufgekommen, nachdem ich relativ viel trainiert habe. Dieses Jahr schaffe ich das letzte Viertel nur mehr noch im Schiebemodus, aber das ist wurscht. Mal schauen, wie es jetzt rennt. Ich mache noch ein Video von meinem Rocky. Das ist das Rocky Mountain Instinct BC Edition. Ich glaube, das ist ein 2016er Modell oder 2015er. Ich habe das Rad jetzt schon 4 Jahre. Und ja, es ist ein Fully. Hat X-Fusion Komponenten als Fahrwerk drauf. Die sind ja nicht so schlecht, aber auch nicht die Welt. Gute Shimano XT Bremsen und eine X1 Schaltung von SRAM, also eine Einfachschaltung. Hier hatte ich einen Dreifachumwerfer zusätzlich, da war das Mountainbiken einfach viel leichter. Aber man geht mit der Zeit und versucht sich quasi an den neuen Dingen wie die Pros und lernt dann bitter, dass das alles nicht so einfach ist, wie man sich das vorstellt. Grüß Sie. Hallo. Vielleicht sieht man das eher jetzt auf der GoPro. Ich habe da vorne auf der Sony einen kleinen Schaumstoff montiert, um die Windgeräusche zu unterdrücken, die normalerweise bei der Aufnahme entstehen.
hier geht es schon in meine persönliche Nemesis. Steil bergauf. Ich schätze mal mit bis zu 20% oder mehr Steigung. Aber es ist ein E-Bike und Motorunterstützung schon nicht leicht. Da komme ich quasi nur im Ansa rauf und habe vorne ein 30er Kettenblatt. Zuvor, nein, Blödsinn, ein 28er. Zuvor hatte ich ein 32er die letzten Jahre drauf und bin eigentlich immer elendig kapiert beim Auffahren. Da haben wir gedacht, bevor ich mir das E-Bike gekauft habe, wechsle ich noch nicht die Übersetzung. Weil egal wie viel ich trainiert habe, unter 100 Kilo habe ich es eigentlich nicht geschafft. Weil mit der Ernährung einfach immer hadern tue. Und wie wir wissen, kann man nur annehmen, wenn man nichts fressen tut. Und das schaffe ich nicht. Wenn ich spurteln tue und nichts ist, dann bin ich einfach zu schwach, dass ich was mache. Vater zieht sie auf erst. Hölle! Echt die Hölle. Ich sehe das End und bin schon bei einem Herzschlag von 163. Ja, bist du deppert. Nicht aufgeben, aufbeißen. Hölle! Ja. Da bist du deppert. 173 Herzschlag. Der Puls geht auf durch die Decken. Naja, so. Das war's für heute. Bis der Bett. Oder ich fahre eine Runde. Aber zuerst brauche ich eine kurze Pause. Und was zum Trinken. Da haben wir eine Waage. Da haue ich mich her. So schaut's aus. Zu deppert. Ich höre Impuls. Ich meine Uhrwascheln klopfen. Pumpen. Tudum, 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 tudum. Vielleicht sollte ich noch mal eine andere Kameraperspektive probieren.
mit nach hinten filmen mit der GoPro. Aber ich glaube, es ist zu nass und die Linsen werden zu schnell nass werden, was der Raffen verspritzt. Oh. Puh. Okay, ein Rundel fahren wir noch. Ich zeige euch noch einen kurzen Jump, den wir da haben. Kein wirklicher Jump, aber man kann ein paar Zentimeter springen über den Hügel. Und mit den Rocky Mountain geht das eigentlich ganz gut. Also Bunny Hop und solche Geschichten, wenn ich es noch öfter üben würde. Kennen habe ich sie einmal. Nun gut. Rein in den nächsten Teil. Im Schneckentempo. Okay, Puls ist auf 133. Damit kann ich leben. Das geht. Aber 173 oder was weiß ich höher ist ein bisschen too much für meine körperliche Fitness. Nicht gut. Zumindest nicht gut lange diesen Puls so hoch zu halten. Diesmal fahren wir links. Da muss man immer aufpassen, dass es immer Brombeerdornenbüsche gibt, die auswachsen und dann ziemlich kratzen können, wenn man zu schnell durchfährt. Jetzt ist er schon wieder bereinigt ein bisschen von den Wanderern, aber da kann es ziemlich wieder ausschauen. So. Da ist ein kleiner Hügel und über den kann man einen leichten Sprung setzen und da hinten landen und weiterfahren. So, Puls ist schon wieder auf 153, das ist ein Wahnsinn. Obwohl ich da nur leicht aufgetreten tue. Jetzt sehen wir da nochmal von der GoPro die Perspektive ändern.
Weil ich glaube, dass die Perspektive unten am Sattel da bergab einfach geiler ist. Jetzt rausche ich mal das daher. So. Das sollte man an und für sich wieder da hingehen, wo es hingehört. Bin schon gespannt, wie das ausschaut auf dem Video. Na komm. Okay. Jetzt schauen wir, ja, geil, leider ist es ein guter Sprung, aber nicht wurscht, ich fahre jetzt da runter und fühle mich ein bisschen ab. Jupp, okay. Nur mal kurz mein Rauch. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. Das ist ein Rocky Mountain Instinct aus dem Baujahr 2015-59 MSL BC Edition. Also das BC Edition kann man da sehen. Was habe ich geändert? Ich habe einen Sattel von Specialized drauf. Den Phenom, den habe ich auf meinem Rennrad auch drauf. Da sitze ich am besten, auch ohne gepolsterte Sitzunterlage. Dann habe ich einen anderen Vorbau von Specialized, einen kurzen, damit ich das Bike leicht um die Kurven bringe. Ja. Außer dem Getränkehalter und den Shimano Clip-Pedalen sowie dem Garmin Fahrradcomputer mit Trittfrequenzsensor und Geschwindigkeitsanzeige habe ich auf dem Rall nichts gemacht. Ist ja nicht notwendig für die Zwecke, für meine Einsatzzwecke reicht es völlig aus. Wie gesagt, die Übersetzung habe ich geändert. Geht schon, danke sehr. Danke. Bremsen sind neu gemacht, neue Bremsbeläge, neue Hydraulikflüssigkeit. Das ist, mache ich jedes Jahr, dass ich die Hydraulikflüssigkeit erneuere, weil man da einfach keinen knackigeren Bremspunkt hat. Das Rall an sich macht wirklich Spaß, es ist nicht schwer,
Sicherung direkt über. Und ist irrsinnig leibend zum Fahren. Also das ist sehr wendig für einen 21er. Ich bin vorher nur 26er gefahren. Und da war wieder unser Ausgangspunkt, Schafbergbad, mein Heimtrail, wie man sieht, knapp 6 Kilometer zum Trainieren jeden Tag reicht es. Also 642 Kilometer, man kann da auch 10 Kilometer auf und ab fahren oder mehr, je nach körperlicher Verfassung. Trails gibt es genug, auch hier oben in diesem kleinen Bereich. Und um seine Fahrtechnik quasi immer aufrecht zu erhalten, ist das für mich das A und O. Ich muss nicht weit fahren und ich kann mich da austoben.